Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin hier am Bodensee heute Morgen, genauer gesagt in Bodmann. Und ich werde heute versuchen, das Bootshaus von Bodmann mal wieder schön in Szene zu setzen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich bin selber gespannt, denn der Sonnenaufgang lässt momentan zu wünschen übrig und kommt nicht wirklich in Gang. Gut, wir haben es aber auch erst 7:30 und Sonnenaufgang ist erst 8:00, also seid mal gespannt und bleibt dran, mal sehen, was bei rauskommt. Ich bin mittlerweile am Bootshaus angekommen. Problematik am Bootshaus ist natürlich, oder am Badehaus ist natürlich, dass man hier über Privatstrand oder Privatbesitz ein kleines bisschen drübert muss. Ich hoffe, das geht jetzt heute Morgen in Ordnung und ich falle nicht negativ auf und kriege noch mit der Polizei Ärger. Aber ja, ich bin mittlerweile angekommen. Der Sonnenaufgang, der macht leider gar nicht mit. Aber auch bei tristem Wetter und bei grauem Grau kann ein tolles Bild entstehen. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Inzwischen hat sich der Sonnenaufgang doch echt von seiner besten Seite gezeigt. Ihr seht dort hinten Zeit, um den Filter drauf zu machen. Ich fotografiere jetzt hier mit einem 64er ND-Filter, 10 Sekunden Belichtung, Blende 16, ISO 100, jetzt mit dem Canon USM L14-35, Blende 4, reicht vollkommen aus für die Landschaftsfotografie 2.8. Ist nice, wenn man es hat, braucht man aber nicht unbedingt. Ich mache es hier mit dem 4.0er und ich finde, das 4.0er hat sogar noch den viel, viel schöneren Sonnenstern. Vielleicht sehen wir die Sonne gleich noch. Dann kann ich euch auch noch ein Bild zeigen, wie der Sonnenstern aussieht beim 14-35 4.0. Zum Bildaufbau, ich habe jetzt hier die Steine im Vordergrund gewählt und lasse das Ufer noch mit auslaufen, so dass es als führende Linie funktioniert und schön zum Motiv hinlenkt. Was daraus geworden ist, seht ihr gleich, schaut weiter zu.
So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen meine Perspektive verändert. Und zwar habe ich hier einen Stein gefunden, der richtig schön mit Pulverschnee bedeckt ist. Den versuche ich jetzt in den Vordergrund zu nehmen und das Motiv dann schön auslaufen zu lassen und schön mit reinzuziehen. Ich bin immer noch bei 10 Sekunden Belichtungszeit und einer Blende 16, immer noch ISO 100 und immer noch mit einem 64er ND vorne dran. Ich habe gerade schon mal gespiegelt. Es sieht mega aus und kommt richtig schön mit dem Pulverschnee beschichteten Stein im Vordergrund. Das hat richtig Flair. Ich freue mich und es hat sich definitiv gelohnt, heute Morgen früh aufzustehen und rauszugehen und diese Bilder zu machen und natürlich auch das Video mit euch. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, Freunde, da draußen ist jetzt noch so ein kampfelstehender Pfosten im Wasser, der ziemlich morsch und runtergekommen aussieht. Und trotzdem kann man ihn mit einem schönen Telezoom-Objektiv ranholen und kann auch den noch fotografieren. Hat dann wieder so einen schönen Minimalismus-Style. Ich find's cool, ich nehme das Bild auf jeden Fall noch mit. Seid gespannt. Ja, das war's von meiner Seite heute hier vom schönen Bodensee aus Bodmann mit dem Bootshaus im Hintergrund. Der Sonnenaufgang hat sich doch noch von seiner schönsten Seite gezeigt und hat mir doch noch schöne Bilder beschert. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß daran und habt ein bisschen was gelernt vielleicht auch. Lasst mir doch einfach mal in den Kommentaren da, wie es euch gefallen hat. Und vielleicht mögt ihr mir auch in Zukunft weiter folgen, dann drückt den Abonnieren-Button und die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Vielleicht interessiert euch auch noch auf Instagram, was ich bisher so alles gemacht habe. Da sind auch noch ein paar schöne Bilder zu sehen. Aber auch diese Spots, die ich teilweise am Bodensee schon abgegrast habe, werde ich in Zukunft mit euch zusammen machen und euch jedes Mal mitnehmen. Auch auf meiner Homepage gibt es ein paar schöne Sachen zu sehen. Übrigens ein bisschen Eigenwerbung für mich. Am 5. März gebe ich am Bodensee einen Workshop mit 3 Stationen. Beginnen tun wir um 11.30 Uhr, enden tun wir mit dem Sonnenuntergang um 19 Uhr. Mit einem kleinen Abendessen noch dabei. Also wer Bock hat und gerne was lernen möchte, wie man am Bodensee fotografiert, verschiedene Motive richtig in Szene setzt, kommt definitiv auf seine Kosten und hat Spaß daran. In dem Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir und bleibt mir weiterhin treu. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.